20 Jahre deutsche Einheit. 20 Jahre Leben ohne Mauer. Das Interesse zur Eröffnung der Ausstellung war riesig. Schweinfurts Oberbürgermeisterin Gudrun Grieser konnte zur Feier des Tages sogar ihre Amtskollegen aus den Partnerstädten Schweinfurts begrüßen. Unsere Partnerstädte haben seinerzeit auch mit uns die deutsche Wiedervereinigung gefeiert. Zum anderen haben sie jetzt ein Jubiläum. Und zum dritten haben wir jetzt diese große Ausstellung. Da lag es nahe, das alles an einem Wochenende zusammen zu feiern. Und die Resonanz zeigt uns, dass das genau die richtige Entscheidung war. Kuratorin Andrea Brandl ist es gelungen, eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, an der Künstler aus der ehemaligen DDR und Künstler aus dem Westen gleichermaßen beteiligt sind. Unser besonderer Akzent war Kunst im Schatten der Grenze, aus dem Gedanken heraus Schweinfurt im Schatten der Grenze. Schweinfurt, die Stadt, die eben an der Grenze war und heute wieder im Mittelpunkt der Bundesrepublik ist. Die Ausstellung zeigt eine Entwicklung. Angefangen in der Zeit, in der man mit einer Mauer leben musste, über die Zeit des Aufbruchs bis hin zum entscheidenden Moment. Ich war bewegt. Ich kann das bis auf den heutigen Tag nur mit diesem Wort ausdrücken. Bewegt, dass etwas geschehen ist, einfach so, von dem ich geglaubt habe, dass es vielleicht einmal meine Kinder, aber niemals ich selber erleben würde. Ich habe das Jahr 1989 erlebt als Regierungsdirektor in München. Und das Erste, was ich gesehen habe, waren immense Schlangen von Menschen, die im Bahnhof angestanden sind, Bewohner der DDR, die eine Fahrt nach München gemacht haben und dort sich in diesem riesen, zunächst einmal auch Konsumtaumel befunden haben, gestaunt haben über die Warenhäuser. Aber es war auch spürbar, wie sehr sie doch emotional engagiert sind, wie sehr sie erleben, dass nun wirklich auch ein neues Gemeinschaftsgefühl entsteht. Zum Schluss gab es noch eine Überraschung. Der Künstler Thomas Baumgärtel sprühte eine Banane an die Wand der Kunsthalle. Diese ist eine Auszeichnung für bedeutende Kunstsammlungen und für sich selbst ja eines der Symbole der Wiedervereinigung Deutschlands. Die Ausstellung 20 Jahre Deutsche Einheit ist noch bis Mitte Januar in der Kunsthalle zu sehen.